Jetzt ist das Hotel Sacher natürlich ein Hotel, das vom Städtetourismus lebt in Wien. Erwarten Sie, dass da ab 18. Jänner überhaupt irgendeine Art von Städtetourismus stattfinden kann in Wien? Und der Schritt 1 ist vielleicht frei testen. Der Schritt 2 könnte dann sein, frei impfen. Und der hoffentlich dritte und erfolgreiche Schritt ist dann auch wieder frei zu sein. Das muss ja unsere Perspektive in die Zukunft sein. Der Sacher hat 90% international Reisende als seine Gäste. Bis das wiederkommt in einer Dimension, die wirtschaftlich Sinn macht, das wird wohl eher Jahre und nicht Wochen oder Monate dauern. Aber Sie werden am 18. Jänner aufsperren, Ihr Hotel? Wir sind Hoteliers mit Herz und Seele und allem, was wir haben. Wir sperren in der ersten Minute auf, wo wir wieder aufsperren dürfen. Nicht unbedingt, weil es wirtschaftlich Sinn macht. Also nichts davon macht aus der Stadthotellerie ein wirtschaftlich positives Ergebnis. Aber, und das muss man auch dazu sagen, die Hilfemaßnahmen der Bundesregierung erhalten diesen Sektor, erhalten viele Unternehmen, nützen der Struktur, die wir aufgebaut haben, sind wichtig und gut. Sind sie ausreichend? Ich glaube, da muss man Realist sein. Die ewige Forderung nach noch mehr Geld ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. 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 Weise, müssen Sie sich da jetzt umorientieren? Werden Sie mehr auf österreichische Gäste setzen? Gibt es alternative Geschäftsideen, die Sie da entwickeln werden in den nächsten Wochen und Monaten? Also ich glaube, die Krise hat gezeigt, Autopilot funktioniert nicht mehr. Wir müssen wieder auf Sicht und zweitens mit Instrumenten fliegen. Das heißt, wir müssen uns auf eine andere Zeit einstellen. Wir versuchen, die Zeit zu nutzen, indem wir so digital wie möglich werden. Wir renovieren unsere Häuser, während sie geschlossen sind, auch an den neuralgischen Punkten, die man sonst nicht bearbeiten kann. Wird sich der Skitourismus Ihrer Meinung nach schneller erholen? Also wird der heuer beziehungsweise dann im Anfang des Jahres 2021 noch eine halbwegs normale Saison haben können im Februar, oder ist die Saison gelaufen? Ich glaube, die Menschen haben natürlich auch große Angst und sind zurückhaltend. Das heißt, eine gewisse Vorsicht bei Prognosen ist da gegeben. Aufholen wird man den Lockdown auf gar keinen Fall mehr können. Das, was aber übrig bleibt über allem, ist, dass diese Wintersaison genauso wie das letzte, also wie das heurige Jahr sehr, sehr schwere Zeiten sind für nicht nur Hotels und Gastronomiebetreiber, sondern auch für wahnsinnig viele Branchen, die da dranhängen, vom Bäcker über die Putzereien, über die Tischler und viele andere mehr, mit denen wir unsere Häuser renovieren. Also es wird sicher einen tiefroten Eindruck hinterlassen, dieses Jahr, so auch diese Wintersaison. Die ewige Forderung nach noch mehr Geld ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Es wird auch sehr wichtig sein, dass wir diese Trendumkehr nächstes Jahr schaffen. Das heißt, jetzt mal mit frei testen, später mit frei impfen, kann es gelingen, ein großes Stück Freiheit Mitte, Ende des nächsten Jahres wieder zu erreichen. Von normal, glaube ich, können wir auch im nächsten Jahr noch nicht sprechen, aber von hoffnungsfroh, das dürfen wir sein für 2021. Ich bin es jedenfalls und lasse mir das auch nicht austreiben. Die ewige Forderung nach noch mehr Geld ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Frei impfen und dann frei impfen und dann frei impfen und dann frei impfen und dann frei impfen und dann. Heute ist 27. Dezember, es ist genau eine Woche her, dass die Hotellerie wieder aufgesperrt hat, zumindest in Wien, in Österreich war das ja schon ein bisschen davor, also gesamtösterreichisch. Wie war denn die erste Woche jetzt noch das Weihnachtsgeschäft? Zu den Zahlen, zu den harten Zahlen, Daten, Fakten sehen wir natürlich einen dramatischen Einbruch des Geschäfts. Das ist mit normalen Jahren wie 2019, 18, 17 gar nicht zu vergleichen. Wir stehen bei weniger als einem Drittel der Belegung. Und jetzt natürlich kommt nochmal der Hammer obendrauf, dass auch noch die Sperrstunde von 23 Uhr auf 22 Uhr nach unten verlegt wurde. Das klingt jetzt auf Anhieb nicht so viel, aber es kommt natürlich Silvester, das vor der Tür steht. Und inwiefern betrifft Sie denn das auch als Hotel? Diese Sperrstundenverkürzung von 23 auf 22 Uhr ist vielleicht symptomatisch für die gesamte Diskussion. Wir wurden darüber nicht nur nicht informiert, sondern es wurde uns Gegenteiliges signalisiert.
die Sperrstunde bringt oder die Sperrstundenvorverlegung bringt, was die Virusverbreitung betrifft, nichts. Also zumindest konnte mir das noch keiner erklären. Und sie schadet uns enorm, denn diese eine Stunde ist ausschlaggebend dafür, ob Menschen zu uns Abendessen kommen oder eben auch nicht. Und die in der Sekunde, wo die Sperrstunde nach vorverlegt wurde, und das gilt ja ab heute, haben Dutzende Menschen storniert und unsere Lokale sind bei weitem nicht voll, sondern im Gegenteil, sie sind halb leer oder noch leerer. Unter Schritt 1 ist vielleicht frei testen, der Schritt 2 könnte dann sein frei impfen und der hoffentlich dritte und erfolgreiche Schritt ist dann auch wieder frei zu sein. Das muss ja unsere Perspektive in die Zukunft sein. Sie haben eben nicht nur in Wien Lokale und auch Hotels, sondern eben auch österreichweit. Wie ist denn das Bild auch eben, sagen wir mal, eben in den Bundesländern im Vergleich zu Wien? Ja, das ist überall letztlich das gleiche Bild, nämlich dass es so etwas gab wie Hoffnung, dass es so etwas gab wie Zuversicht und dass Leute auch bereit waren, auch mit dem 23 Uhr, mit der 23 Uhr Sperrstunde, sich irgendwie an Mitternacht und dieses Silvester heranzutasten, beziehungsweise jetzt doch nochmal auszugehen und Abend zu essen. Und man darf nicht vergessen, die sind ja alle getestet oder genesen, beziehungsweise geimpft. Also maximale Sicherheit, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen FFP2-Masken, also so sicher wie in der Gastronomie ist es derzeit wohl kaum irgendwo. Und dann kam dieser Hammer, wie Sie so schön gesagt haben, einer Reduktion der Sperrstunde. Und das wirkt sich in Graz, in Innsbruck, in Salzburg, in Wien überall gleich aus, nämlich in Storno, in Unverständnis, in Ärger, in Zorn. Blicken wir jetzt nochmal zunächst mal nur rein auf die Hotellerie. Sie haben gesprochen, dass im Moment gerade ungefähr ein Drittel der Auslastung nur stattfindet im Vergleich zu normalen Jahren wie 2019, 2018. Warum ist es denn so? Also was bekommen Sie denn so als Feedback von den Gästen, die sagen, na gut, da komme ich lieber ein andermal? Die ewige Forderung nach noch mehr Geld ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Also ich glaube, es gibt so zwei, drei Faktoren, ganz speziell in Wien und ganz speziell zu Silvester. Nämlich auf der einen Seite ist noch immer nicht klar, ob das Neujahrskonzert mit oder ohne Publikum stattfinden wird. Viele unserer Gäste wollen dorthin gehen. Das ist der Anlass der Reise. Wenn das ohne Publikum stattfindet, dann wird die gesamte Reise storniert. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist natürlich, würden Sie in ein anderes Land fahren, wo Ihnen um 22 Uhr quasi die Gehsteige hochgeklappt werden, obwohl Sie geimpft, obwohl sie getestet, obwohl sie sich an alle Sicherheitsbedingungen halten, das würden sie auch nicht machen. Frei impfen und dann frei impfen. Und drittens, und vielleicht ist das der größte Faktor, die Unsicherheit, das heißt dieses Hin und Her, Maßnahme hin, Maßnahme her, zuerst in die eine, dann in die andere Richtung, kurzfristige Entscheidungen, sprich zwei, drei Tage vorher, die führen ganz grundsätzlich zu einer Verunsicherung. Und wenn sie dann die Wahl haben, sie fahren ins Land A, wo sie eben nicht genau wissen, was auf sie zukommt, oder sie fahren ins Land oder die Stadt B, wo sie genau wissen, was die Parameter für ihre Silvesternacht sind, dann entscheiden sich eben viele Gäste für diese Sicherheit. Und die können wir derzeit nicht gewährleisten, weil das Gesundheitsministerium eben alle drei Tage neue Dinge entscheidet, ohne das mit uns zu besprechen. Und das führt zu diesen Riesenstornowellen, die wir derzeit verzeichnen müssen. Das heißt, Zahlen tut's der Wirt, Zahlen tut's der Gastronomie, Zahlen tut's der Hotelier. Die ewige Forderung nach noch mehr Geld ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Gerade als Tourismus, also sprich als Hotelmanager oder als jemand, der im Tourismus arbeitet, blickt man auch immer wieder über die Grenzen in andere Länder. Was sind denn da so Modelle, wo Sie sagen, das funktioniert dort gut? Warum kann man das nicht auch bei uns machen? Also ich glaube, Sie müssen gar nicht weit blicken. Die Schweiz ist sicher so ein Beispiel. Die sind letztlich mit wenigen Wochen Lockdown, ich glaube, es war nicht mal ein Monat, am Anfang des Jahres 2021 durchgekommen und mussten seither nicht mehr zusperren. Ich war vor kurzem in Portugal bei einer Hotelkonferenz. Auch die konnte stattfinden. Auch die haben wesentlich bessere, auch für den Tourismus tragbare Maßnahmen bei in etwa gleicher Bevölkerungszahl, bei in etwa gleicher Spitalzahl. Und in einer Dimension, die wirtschaftlich Sinn macht, das wird wohl eher Jahre und nicht Wochen oder Monate dauern. Keine Reisenden, zumindest keine aus den ausländischen Nachbarstaaten und so weiter. Und das heißt letztlich auch kein Tourismus. Also offensichtlich eine Notbremse. Schade, dass wir sie gebraucht haben.
schade, dass wir sie gebraucht haben. Und dann wird es in sehr kleinen Dosen jenseits aller Wirtschaftlichkeit wieder losgehen. Wir hoffen doch, dass dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels heißt, dass die Trendumkehr nächstes Jahr geschafft werden kann, bis alles wieder so läuft, wie es einmal war, sprich das Niveau von 2019 erreicht wird. Das wird wohl eher bis ins Jahr 2024, vielleicht sogar 2025 dauern. Also nichts davon macht aus der Stadthotellerie ein wirtschaftlich positives Ergebnis. Aber, und das muss man auch dazu sagen, die Hilfemaßnahmen der Bundesregierung erhalten diesen Sektor, erhalten viele Unternehmen, nützen der Struktur, die wir aufgebaut haben, sind wichtig und gut. Und schaffen wir es damit, die Zahlen im Griff zu haben? Oder sind wir undiszipliniert und es passiert die dritte Welle, vierte Welle, fünfte Welle? Aber es gibt genug Beispiele, wo man die Hotellerie, Gastronomie, den Tourismus nicht so brutal an die Wand fährt, wie das derzeit gerade in Österreich passiert. Normalerweise ist, wenn Sie sich zu einem Abendessen treffen mit Freunden, alle getestet, alle geimpft, alle mit Maske bis zum Sitzplatz, dann wollen Sie auch einen schönen Abend verbringen und nicht permanent auf die Uhr schauen. Dieses 23 Uhr war für einen Abendessen Beginn um 7 oder 7:30 gerade ideal. Ideal im Rahmen der Möglichkeiten, die es derzeit gegeben hat. Wenn Sie jetzt um 22 Uhr pünktlich das Lokal verlassen müssen, ist das genau ein Showstopper beziehungsweise eine Einschränkung, für die Sie dann das gesamte Abendessen eben nicht im Lokal machen, sondern privat ausweichen, wo Sie mit hoher Sicherheit nicht mit Masken zum Tisch gehen etc. Also das, was wir eigentlich erreichen wollen, und da arbeitet ja die Gastronomie und Hotellerie seit vielen Monaten tätig, wirklich fleißig auch mit, nämlich maximale Sicherheit in einer schwierigen Zeit, genau das erreichen sie nicht. Und haben dazu noch einen großen wirtschaftlichen Schaden, den, wie gesagt, die Wirte, die Hoteliers etc. zahlen. Die ewige Forderung nach noch mehr Geld ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. 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 Jetzt muss ich Sie natürlich auch noch fragen, wie geht es denn jetzt überhaupt dem Hotel Sache im Moment gerade? Denn wir haben jetzt über sehr viel gesprochen, dass natürlich alles nicht sehr positiv ist für die ganze Hotellerie, für die Gastronomie und so weiter. Und Sie sind ja eben, wie Sie auch gesagt haben, ein sehr großer Betrieb in diesem, eben in der Hotellerie, in der Gastronomie und eben auch ein gewissermaßen auch Teil des Kulturguts in Österreich. Wie geht es Ihnen denn, also dem Hotel Sache jetzt an sich? Wir renovieren unsere Häuser, während sie geschlossen sind. Also wir halten das aus und wir werden da durchkommen. Aber es wird viele geben, die jetzt schon Schwierigkeiten haben. Und jeder Schließtag, jedes Schließmonat noch obendrauf kann gute Betriebe, kann denen quasi die letzte Luft herauspressen. Und das gilt es zu verhindern. Wir haben unlängst schon gehört, dass ein Fünftel der Wiener Hotels gar nicht mehr aufsperren wird. Das kann nicht unser Ziel sein. Das heißt, die Sache wird es auch nach dieser Krise noch geben und wir werden erfolgreich gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da durchkommen. Aber ich denke hier ein bisschen größer, es muss die ganze Stadt, es muss das ganze Land einen anderen Weg aus dieser Krise finden, als dieses permanente Zusperren. Dann frei impfen und 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 dann die dritte Welle, vierte Welle, fünfte Welle. Also